Morgen zusammen. Ja, kleine Planänderung. Eigentlich hatte ich euch ja gesagt, dass wir heute nach Papenburg fahren möchten und uns dann das Ausdocken des neuesten NCL-Schiffes, also der Norwegian Encore, angucken möchten. Ja, aber wie das da bei diesen Sachen so ist, das steht ja dann auch immer in den Vorankündigungen, kann sich dieser Plan je nach Wetter, nach Wasserstand und so weiter ändern. Und gestern wurde dann bekannt gegeben, dass das Ausdocken 6 Stunden vorverlegt wird. Das heißt, die haben das irgendwann um 1 Uhr in der Nacht begonnen. Wir hatten aber noch bis irgendwo nach 12 erstmal hier Gäste und dann war das alles ein bisschen kompliziert, sodass wir da nicht hinfahren konnten oder auch nicht dann diesen Stress wollten, in der Nacht dahin zu fahren. Ja, aber weil wir uns das Schiff natürlich trotzdem, wie traditionell schon fast fest verankert bei uns, angucken möchten, fahren wir jetzt einfach gleich gemütlich los, werden dann wirklich das Schiff draußen liegen sehen. Und ich bin schon ganz gespannt drauf. Ich finde das einfach immer toll, auch wenn wir schon so viele Schiffe da gesehen haben und ja auch selber auf vielen Schiffen schon unterwegs waren, ist es doch irgendwie immer was Besonderes. Ja, und dann gucke ich mal, was wir da noch an schöne Bilder bekommen können. Das Wetter. Wenn ich rausgucke, ist leider nicht ganz so toll. Also eher, es sieht eher aus, als wäre Herbst, also wäre ja noch im Sommer. Aber wir gucken mal. Hoffen wir einfach, dass es trocken wird. Eventuell wollen wir dann noch ein bisschen durch Papenburg bummeln. Ja, und dann geht es ja morgen dann etwas ausführlicher dann auf die MSC Preziosa und da werde ich dann natürlich auch filmen. Aber jetzt geht es gleich erstmal auf nach Papenburg. Angekommen sind wir schon mal, aber wie ihr seht, sieht man nicht viel. Das ist alles grau, es regnet immer noch. Da kann man jetzt ganz toll die schöne Encore erahnen, aber Scheibe ist voll mit Regentropfen. Naja, wir warten jetzt mal ein bisschen ab und hoffen, dass es irgendwann mal trocken bleibt und wir raus können, um uns das Schiff dann mal richtig anzugucken. So, nachdem es jetzt endlich trocken ist, wir sind zwischenzeitlich einfach mal kurz in den Mediamarkt gefahren, haben ein bisschen das miese Wetter abgewartet und überbrückt, ist es jetzt endlich trocken und jetzt können wir uns auch mal die Norwegian Encore richtig angucken. Sieht ja schon mal schön bunt aus und groß ist er auf jeden Fall auch. So, und jetzt sind wir hier wieder vorne. Da haben wir dann immer diese Schiffsdaten oben. Also wie ich es gerade schon gesagt habe, die Encore ist natürlich wieder ein schönes großes Schiff im Gegensatz zur letzten, die wir hier, die Spirit of Discovery, wo wir hier waren und geguckt haben. Wir haben hier wieder über 333 Meter. Ja, das ist dann schon irgendwo eher die Richtung, mit der ich gerne fahre oder wir. Das nächste Schiff ist natürlich hier auch schon im Bau, wird auch eine große, sogar noch etwas größer mit 344 Metern. Das wird dann die, ja, wahrscheinlich wird es Iona ausgesprochen, würde ich jetzt mal so tippen, für P&O werden. Da werden wir dann natürlich auch mal wieder herkommen. Echt wieder so ein Schiff, was auch uns gut gefällt. Da gibt es so viele tolle Sachen zu machen. Oben, ich füge das nachher nochmal in einem Foto, wo wir es näher rangezoomt haben, ran, ist so eine Rutsche, die so quasi wirklich dann über dem Wasser hängt. Das heißt, wenn ihr da runterrutscht, dann rutscht ihr quasi und habt unter euch das Meer, wenn ihr dann am Seetag da oben euren Spaß habt. Eine Kartbahn gibt es. Es gibt doch so ein Lasertag, also Erlebnisarea. Also einfach wieder Wahnsinn, was dieses Schiff zu bieten hat. Und das ist eben auch das, was uns so fasziniert bei Kreuzfahrten mit amerikanischen Reedereien. Die lassen sich einfach immer wieder was Neues einfallen und da wird es nie langweilig an Bord. Und trotzdem hat man eben auch immer wieder irgendwo Bereiche, wo man wirklich aufs Meer guckt. Ja, wenn man hier guckt, diese riesige Halle da hinten, da wird dann schon wieder das nächste Schiff gebaut. Das ist hier immer eine Riesensache. Und wir werden jetzt gleich noch mal ein Stückchen weiterspazieren.
spazieren, denn das ist auch eine tolle Sache hier. Wir sind ja da hinten auf dem Parkplatz quasi ausgestiegen, haben das Auto dort geparkt, uns die Encore von vorne angeguckt, ein bisschen entlang. So, und jetzt gehen wir gleich einfach den Weg weiter entlang und dann haben wir gleich auch irgendwann eine schöne Sicht auf das Heck. Man kann hier also auch wunderbar einfach entlang spazieren und wenn das Wetter nicht so bescheiden wäre, würde das auch noch richtig Spaß machen, hier so einen Spaziergang zu machen. Souvenirs könnt ihr dann auch hier kaufen. Da ist immer so ein kleiner Stand, der ist meistens dann am Wochenende offen. Da gibt es dann eben auch Schiffsmodelle, Bücher und so weiter.